Moin moin, guten Tag, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Spyro the Eternal Knight. Das Let's Play ist jetzt über längeren Zeitraum nicht mehr gekommen. Da möchte ich mich für entschuldigen natürlich. Aber dafür gab es auch Gründe. Zum einen habe ich ja generell in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht. Zum anderen werde ich hier sowieso nur verprügelt. Was anderes passiert in diesem Video auch nicht mehr. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ohne Scheiß. Da! Es ist echt die schwierigste Stelle aus dem ganzen Spiel. Ich glaube, letztes Mal hatte ich hier fast den Schwall zusammen. Jetzt habe ich natürlich ausgemacht. Jetzt hat man davon natürlich gar nichts mehr zu sehen. Und dieses, es kommt jetzt hier die ganze Zeit und so, nervt uns. Und ich fühle mich schon die ganze Zeit so übel verwirrt. Und ich habe hier gerade so, ich fühle mich hier gerade irgendwie total unwohl. Keine Ahnung. Ihr seht, glaube ich, auch wie asozial das ist. Man hat nicht die geringste Chance. Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Da! Wie viel das einem auch abzieht! Ohne Sch... Das eine Ding ist verreckt. Ja, wir haben ja hier zum Glück diesen Vorteil, wir können aus sicherer Distanz angreifen. Das auf Dauer zu machen, ist nur ziemlich nervig. Selbst hier kriegen die uns. Alter, ich finde die so scheiße, die Stelle. Nein, Spyro! Du sollst nicht hochklettern am Zaun. Ich fühle mich richtig scheiße. Die lässt sich einfach nicht spielen. Die ist einfach restlos asozial, die Stelle. Man kann vor ihnen nicht entkommen. Ich kommentiere gerade so wenig, weil ich muss mich hier sau konzentrieren. Das ist die schwierigste Stelle aus dem ganzen verfickten Spiel. Neben Graul natürlich. Graul als Endboss. Es ist einer der asozialsten Endbosse, die mir je vorgesetzt wurden. Ganz ehrlich, wenn wir das hier in diesem Durchgang schaffen würden, das wäre richtig geil. Aber irgendwie zweifle ich daran, weil es kommt noch ziemlich viel. Und wir failen hier gerade übel. Alter, die lassen einem nicht die Gelegenheit, auch nur aufzustehen. Thank you.
bin nach wie vor ein wenig erkältet, so gesagt, Leute. Ich habe auch das Gefühl, Spyro lässt sich hier nicht annähernd so gut spielen wie in anderen Spielen, weil zum Beispiel das Gleiten, es funktioniert hier so oft nicht und wie die Kamera gerade rumspannt. Das ist echt nicht normal. Hab ich da gerade richtig gesehen? Da unten ist dein Federkiel. So. Jetzt bloß nicht verrecken. Wie komme ich denn da hoch? So. So geht das da hoch. Jetzt darf ich nur die Sprünge nicht verkacken. Also Spyro, bitte mach nicht deine ewige Angewohnheit da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich mach das hier aus der Ferne gerade wieder. Weil sonst sitzen wir hier eine Ewigkeit dran. Daran, dass wir dann dauernd failen. Und da habe ich keine Lust zu. Deswegen möchte ich die von hier schon mal ein bisschen geschwächt wissen. Können die in der Form keinen Fernangriff? Das wäre natürlich richtig cool. Die können das nicht mehr. Da! Was da schon wieder für eine Übermacht steht. Aber es hilft ja nichts. Man muss ja durch irgendwie. Also dann. Hilfe! Nein! Nicht auf mich zu rennen! Nein, 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 nein! Die ziehen so viel Leben! Ah. Nein, 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 nein! Wehe, du schmeißt mich runter! Alter, nee! Nee! Nee, nee, nee! 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 Alter, ich hatte gerade so einen guten Lauf, ne? Den muss man mir jetzt nicht kaputt machen! Oh, wie lange die leben auch alle! Ich bin gerade schon so weit, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt zu verrecken. An so einem Scheiß. Nein! 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 Bereit? Seid froh, wenn wir das in diesem Part hier überhaupt schaffen. Seid froh. Es ist nämlich so eine Kackstelle.
Da, die können auch blocken, diese Spacken. The Rotten. Der ist echt verrottet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Oh. We survived it. Irgendwie haben wir es doch überlebt. Und das soll kaputt sein. Das stört hier nur. Ich möchte das in diesem Rutsch jetzt geschafft haben. Ich will das endlich hinter mich gebracht haben. Diese Scheißstelle ist auch ein Grund, wieso ich keinen Bock hatte, das hier aufzunehmen. Und ich wusste, ich komme dann gleich wieder zu dieser Scheißstelle hier. Hier spackt die Kamera, muss ich offen gesagt sagen, auch manchmal übel rum. Ich glaube, das hier ist auch eine ewige Dingsquelle. Eine ewige, hier. Atemquelle. Und insofern zählt sie als zu verwenden. Wenn die Kamera wenigstens vernünftig funktionieren würde, ne? Hier oben. Aber das tut sie ja nicht. Sie dreht sich immer voll asozial zu den Gegnern hin. Ich wollte den Atem wechseln. Leute, meine Kommentation ist schlecht, ich weiß. Oh, aber das ist hier so eine Scheißstelle. Ich fühle mich gerade auch irgendwie gar nicht mal so zum Aufnehmen aufgelegt. Und ich weiß, ich kann den Schwall, aber ich möchte ihn an einer sinnvolleren Stelle benutzen. An einer weitaus sinnvolleren. Und das ist sie nicht. Scheiß Blocker, ey. Fast so schlimm wie die Typen, die sich gegenseitig beschützen. Erst müssen wir den. Ich würde die gern gleichzeitig kalt machen, weil bestimmt kommt dann danach die nächste Angriffswelle oder so. Nein. Das habt ihr euch so gedacht, hä? Ah! Puh. Die Kamera hätte fast schon wieder meinen Tod bedeutet. Nur weil die nicht irgendwie einen Ansatz dahin zeigen kann, wo ich hinlaufe. Ja, da ist jetzt die Stelle, glaube ich. Ja, ihr seht ziemlich viele Gegner und so.
Ihr seht, wieso ich den Elektroschwall benutzt habe. Weil der auch danach noch ziemlich Nachwirkungen hat. Hui. Wenn ich hiermit durch bin, dann mach ich erstmal einen Freudentanz. Dann könnte ich mir erstmal ein... Nein. Ah, dann... Dann ist hier, mach mir keine Sorgen mehr für dieses Let's Play. Doch, Graul, den gibt's ja auch noch. Ah, da kommt auch noch was auf mich zu. Haha, getroffen habe ich dich trotzdem noch. Dass die so warten, gefällt mir ja gar nicht. Aber besser, als wenn sie auf mich zukommen. Und mir schaden wollen. Ich hab so Schiss vor denen, ey, wenn die zu zweit sind. Das ist aber so asozial. Weil die so viel Schaden machen. Bitte sag, dass es jetzt geschafft ist. Bitte sag, dass es jetzt geschafft ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es hat einen ganzen Part in Anspruch genommen. Einen ganzen Part. Das habe ich auch irgendwie gewusst, dass das so kommt. Ah, erstmal hier neue Stufe. Wir haben ja hier ordentlich was bekommen. Elektro machen wir erstmal ganz voll. Schön. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Platz für... Habe ich Elektro nicht schon mal ganz voll gemacht? Weiß ich nicht. Haben wir jetzt noch Platz für Eis und Erde? Machen wir ein bisschen Erde. Ist mir lieber als Eis. In diesem Spiel hier zumindest. Nein, ich... Ja, in Dawn of the Dragon ist mir, glaube ich, Eis doch lieber. Oh, Junge. Hat das Spiel überhaupt gespeichert? Ich glaube nicht. Deswegen möchte ich erst noch zu einem Speicherpunkt, bevor ich ausmache. 34 von 40 haben wir. Und da hinten ist noch einer. Ja. Es speichert. Oh. Den muss ich, glaube ich, hier noch reinquetschen. Er will mir das Herz klauen. Eigentlich sagte er, es sei Zeit für Schmerz. Wirklich? Ich dachte schon, ich hätte dich verloren, Kumpel. Das habe ich aber nicht gesagt. Nein, die meinen ihn natürlich, ist klar. Der Meuchler, den kennen wir doch, oder? Der war am Anfang schon. Ah, und wieder habe ich das Problem mit dem Ausweichen. Das kriege ich in dem Spiel hier nicht so ganz hin. Ah. Er besiegt uns noch. Nein. Echt, er hat mehr Leben als wir. Das ist echt peinlich. Yeah! Yeah, den haben wir auch geschafft. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Spyro The Eternal Knight. Tschüss!